geht? Freunde, herzlich willkommen mal zu einem neuen Video nach über einem halben Jahr. Fuck yeah. Heute geht es um den Jahresrückblick 2023. Hoffentlich kommt das Video rechtzeitig noch online. 2023. Alter, was war das für ein Jahr? Und im Vergleich zum letzten Jahr war das ja actually gut. Ich war zum allerersten Mal auf dem Festival, auf der Gamescom, bin alleine gereist. Und das Wichtigste, ich habe sehr viel Spaß gehabt. Und über jedem ganz normalen Jahresrückblick fangen wir an, wer hätte es gedacht, mit dem Januar. Im Januar haben sich drei Deppen namens Niklas, Finn und Jan sich versammelt, um für ein YouTube-Video einen motorisierten Schlitten auf Rädern zu bauen. Das Ziel des Videos war es, innerhalb von 2 Tagen ein Fahrzeug zu bauen und damit Apfeltaschen im McDrive zu kaufen. Es war ein absolutes Highlight und actually richtig funny, einfach aus so random Bauteilen irgendwie ein vernünftiges Fahrzeug zu bauen. Übrigens, das Video dazu ist unten verlinkt von mir nicht, weil das immer noch in meinem Ort liegt. Aber von Finn. Das ist actually gut geworden. Schaut's euch an. Eine Woche drauf bin ich dann in den Ruhrpott gefahren, um beim 18. Geburtstag eines Kumpels dabei zu sein. Wir sind gegen Ende so absolut lost mit einem Einkaufswagen quer durch den Drive-In gefahren und haben Nuggets bestellt. Der Februar war tatsächlich ein recht ruhiger Monat, bis auf bisschen feiern, Ausbildung, Werbungen verschicken. Außerdem habe ich ein altes Spiel aus meiner Kindheit rausgeholt, und zwar Madagascar, The Game, für die PlayStation 2. Und das haben dann mit euch gemeinsam auf Twitch gezockt und das war actually nice. Ich dachte nicht, dass das zum Teil auch echt anstrengend ist. Ich glaube, ich habe das Kind auch gar nicht durchgespielt. Im März angekommen gab es nämlich erstmal einen harten Cut. Denn von 9 Monaten lang zu Hause hocken und absolut nichts tun, bin ich von jetzt auf gleich ganz sanft in die Arbeitswelt eingetaucht worden, wie dieses Kind hier. What the fuck? Außerdem war ich auf einem Image-Video-Dreh von einer recht sehr bekannten Firma und durfte zusehen, wie es halt so hinter den Kulissen aussieht und generell wie so Videoproduktion im professionellen Stil abgeht. Und natürlich zu guter Letzt r/plays, beziehungsweise auf Twitch halt, und das hieß irgendwie OTK Network. Dort haben wir bis zum bitteren Ende unseren Spot gehalten, bis fucking Polen kam und zum allerersten Mal in der Geschichte alles eingenommen hat, was es ihm im Weg stand. Im April war ich dann für 4 Tage in Paris, sonst nichts. Ich habe einen Vlog gemacht, so einen Hochformat-Test-Vlog, der war für den Arsch. Und im Mai habe ich auf einer Hausparty von Bubatz gekotzt und wurde von Seo und Weg auf deren Live-Podcast eingeladen. Nun sind wir im Juni angekommen und in diesem Monat hat natürlich Sommer und Action so richtig Fahrt aufgenommen. Denn, guess what, dieser Spaß hier hat es geschafft, 18 Jahre lang nicht zu Rage-Quitten. Es gab eine kleine süße Party und wir haben meinen Geburtstag auf Twitch reingefeuert. Und am Ende des Monats sind Kumpel und ich dann noch nach Nürnberg gefahren zum Crash Barcamp, wo ich jetzt ab 2022 einfach jedes Jahr dahin gehe, weil das ist actually cool. Einfach tolle Menschen kennengelernt, tolle Menschen wieder gesehen und generell ein bisschen noch Content gemacht, einfach eine coole Zeit gehabt. Im Juli ging es dann für mich komplett random und absolut spontan nochmal nach Paris. Denn dort fand die TwitchCon 2023 statt und da ich glücklicher Gewinner des deutsch-französischen Freundschaftspasses war, bin ich sehr günstig dorthin gereist. 40 Euro nur. Dort habe ich komplett random Schmisti und Tani kennengelernt, weil ich bin komplett alleine dahin gefahren und die Gruppe hat tatsächlich die TwitchCon Experience sehr, sehr geil gemacht. Außerdem habe ich komplett random Skyline TV getroffen, der mir ganz ohne irgendwas zu sagen mir einfach eine Cappy geschenkt hat. Und als ich mich nochmal bedanken wollte, sind wir dann komplett einmal durch die ganze Convention nochmal rumgelaufen und haben ein bisschen gelabert und am drum und dran. Und außerdem habe ich noch gegen Ende auch durch Skyland TV Oscar AK, der Fastboss, kennengelernt. Und da uns so 3 Tage trennen, dachten wir uns, komm, wir gehen heute Abend komplett spontan feiern. Das haben wir auch gemacht, waren dann bis 6 Uhr morgens unterwegs, haben dann mit 3 fremden Einheimischen dort gefeiert. Übrigens, wenn euch die ganze TwitchCon-Experience mit Oscar interessiert, ich habe mit ihm eine Podcast-Folge gemacht. Link ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal reinhören, war eine sehr nice Folge auf jeden Fall. Ein paar Wochen später ging es dann für mich zum allerersten Mal auf ein Festival. Das Open Beats Festival war geprägt von schlechtem Wetter, tollen Leuten und ganz viel Destillat. Sag keinem, dass ich rauche! Das ist ein Video! Ich rauche nicht! Unser Zelt ist zwar am ersten Tag abgesoffen, aber abgesehen bis auf das hatten wir eine verdammt geile Zeit. Mittlerweile haben wir August. Der Monat startet erstmal damit, dass ich auf einer Geburtstagsfeier mein Bein verbrannt habe. Und ich habe immer noch davon so einen fetten Fleck. Der wird, glaube ich, auch nicht mehr weggehen.
Aber das stört auch nicht, das ist nur eine lustige Story zu erzählen. Danach ging es weiter für ein Musikvideodreh von einem Kumpel von mir aus Dortmund. Und zu guter Letzt und mein persönliches Highlight des Jahres, die motherfucking Gamescom. Einmal kurz zum Verständnis, warum die Gamescom für mich was sehr Besonderes ist. Ich mache dieses ganze Social Media Gedöns ja jetzt nicht seit gestern, genauer gesagt seit 2014. Und seit jeher wollte ich schon immer bei diesem besonderen Event teilnehmen. Ich habe damals immer die ganzen Vlogs von verschiedenen YouTubern angeschaut und fand es einfach immer so krass, ein Event voller YouTuber, Videospiele und alles an einem Fleck. Alle treffen sich, machen zusammen Bilder, machen zusammen irgendwas. Und schon immer wollte ich diesen einen besonderen Traum wahrhaben. Einmal selber an diesem besonderen Mittwoch aufzukreuzen, wo nur Presse und Creator rein durften. Einmal die Gamescom selber mit meinen eigenen Augen zu sehen und selber in diesen Hallen rumzulaufen, wo früher meine ganzen Kindheitsidole rumgelaufen sind. Die Gamescom war für mich einfach dieser eine super schöne, magische Ort, wo ich immer hin wollte, aber nie durfte. Bis jetzt. Denn diesmal war es anders. Diesmal konnte ich meinen Kindheitstraum endlich erfüllen. Nicht nur habe ich dieses Jahr geschafft, endlich die Gamescom zu besuchen, ich war sogar akkreditiert. Ich durfte selber an diesem legendären Mittwoch aufkreuzen und durfte sogar in die Creator Lounge. Außerdem war ich täglich auf irgendwelchen YouTuber-Partys und durfte selber die heilige Experience-Party als VIP besuchen. Hätte mein damaliges 9-jähriges Ich das gewusst, dass ich diesen Traum erfüllen konnte und obendrauf dieselben Erfahrungen machen konnte, wie all die YouTuber, die ich damals geschaut habe, wäre, glaubt, dieser kleine 9-jährige Mini-Donny einfach voller Freude an einem Herzinfarkt krepiert. Nach diesem spektakulären Sommer wurde es erstmal ruhig. Im September habe ich meine Ausbildung angefangen und das war es auch. Aber, im Oktober wurde es ein bisschen lustig. Denn Halloween war vor der Tür und Halloween sagte ich auch, als ich im Flieger stieg und komplett spontan nach Österreich geflogen bin, um dort meinen Kumpel Jonas zu treffen. Diese Halloween-Halloween-Vergleich, Alter, was hab ich mir dabei gedacht? Ey, ich find's lustig. Wir haben in der Hauptstadt ein paar Bilder gemacht, sind mit einer Kamera und einem MacBook richtig deppert in den Wald rein, haben gestreamt und am allerletzten Tag war Halloween und eine Dorfparty stand auf unserem Plan. Am nächsten Morgen musste ich auch schon nach Hause fliegen. Und tatsächlich habe ich ein bisschen die Wirkung vom Destillat unterschätzt und habe meinen Flug verpasst. Und das nicht, weil ich zu spät war. Die Bilder erspare ich euch mal, aber ich sag's mal so, am Ende war es eine lustige Story fürs Leben, die mich gezwungenermaßen ein paar hundert Euro gekostet hat. Aber okay. Ende November war ich dann auf dem Messeherbst in Stuttgart. Das war basically eine Messe mit mehreren Messen drinne. Dort durfte ich auch viele tolle Menschen kennenlernen und oh mein Gott, ich habe einen fucking Adler auf meinem Arm gehabt. Im Dezember war es dann ein bisschen ruhiger. Weihnachten war plötzlich einfach so da, so, hä, wann war bitte der erste Advent? Wir hatten gestern doch noch September gehabt. Und tada, plötzlich war auch schon Silvester und damit das Jahr auch zu Ende. Wie jedes Jahr sage ich es nochmal, es war ein absolut krasses Jahr. Jedes Jahr aufs Neue denke ich mir, ja, dieses Jahr war schon cool, wie soll es bitte besser werden? Und 2022 dachte ich es genauso. Ich durfte ein paar meiner YouTube-Idole kennenlernen und wurde auch auf ein oder andere Event eingeladen. Wie sollte das bitte besser werden? Und dann kam 2023 und es wurde halt deutlich besser. Sogar so viel besser, dass ich es niemals hätte erahnen können, wie fucking geil das eigentlich geworden ist. Deshalb hier nochmal ein dickes Dankeschön an die, die ich letztes Jahr kennenlernen durfte. Und Dankeschön an dich, genau du, der sich gerade hier dieses Video anschaut. Und danke doch mal an jeden Einzelnen für das Supporten meines Kanals. Denn wie ihr sicherlich wisst, das alles wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Deshalb vielen, vielen Dank und ich hoffe, du wirst ein tolles Jahr haben. Ciao. Parisern? Heißt nicht Kondome Pariser? Ich kam nicht auf die Idee. Pariser. Ich bin nicht mit drei Kondomen rumgelaufen. Danach ging es weiter. Stuttgart? Oh, ich bin erschrocken von dem Vogel. Pinguin gut war.